Gerne Spaghetti und Pizza und alles Italienische. Und weil ich gesagt habe, ich will dieses Jahr nicht schon wieder nach Italien, habe ich gesagt, wenn Italien, dann bitte Sardinien. Und jetzt sind wir hier und gerade angekommen am Tahiti Beach und es ist der Oberhammer. Also die Strände hier, es ist einfach wow. Schau dir das mal an. Wir sind heute Morgen extra früh losgegangen, dass wir eine der ersten sind, dass wir ja früh dran sind, dass wir den Strand noch so für uns haben. Weil tagsüber ist dann schon ganz schön viel los hier. Jetzt haben wir glücklicherweise diesen Tipp bekommen, dass es hier den Little Tahiti Beach gibt. Und für mich ist es jetzt einer der schönsten Strände bisher. Hier hat es halt überall diese süßen, schönen Schirmchen. Sind wir in Algeo und hier suchen wir uns gleich ein ganz feines Restaurant direkt am Wasser mit dem Blick über das ganze Meer. Und jetzt ist nämlich gerade Sonnenuntergang, wie du gleich sehen wirst, und es ist einfach wunderschön. Gell? Sie? Jetzt sind wir gerade in Algeo, glaube ich, richtig betont. Und wir haben hier ein ganz schönes Hotel, so ein kleines mit so vielen verschiedenen Bungalows. Und wir sind, glaube ich, hier die einzigen Gäste. Alles leer, wir haben den Pool für uns. Und jetzt werde ich gleich mal hier die Wassertemperatur testen. Mal gucken, mein Freundchen hat mir ja hier beigebracht, wie man Köpfe macht. Drei, zwei, eins, go! Very good. Mitten in der Natur, total schön um uns herum.
Die Tische sind meistens, die meisten sind noch leer. Also die Leute kommen hier wirklich erst so gegen 9, 10 zum Abendessen. Das ist total schön. Zuerst gab es da hinten so ein kleines Entree, so ein kleines Starbucks und Aperitif. Und jetzt haben wir hier einfach 3 Teller stehen und keiner weiß, was kommt. Aber wir sind sehr gespannt. Und die Vorspeisen stehen schon hier, ganz, ganz toll. Mit Zucchini und Auberginen, Mozzarella, wo ist er da? Total toll. Und einen schönen Wein haben wir auch bekommen, einen Weißwein. Total schön, wir sind ganz hin und weg. Und am schönsten ist hier vorne, finde ich, dieser schöne Baum. Der beleuchtete Baum. Total schön. Und jetzt hauen wir uns den Ranzen voll. Und Schatz, was gibt's alles? Das ist krank. Das ist unser Menü heute. Antipasti hatten wir jetzt schon. Also, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Antipasti hatten wir heute schon. Jetzt bekommen wir ein Ravioli. Ein Ravioli. Mit irgendwas Italienischem. Ich kann es nicht erklären. Und danach bekommen wir Porchetto alla Spiedo. Ich denke, das bedeutet, Spanferkel. Und danach gibt es noch Nachtisch. Nur ein bisschen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon platzen, gell? Und Schatz, kannst du noch? Aber guck mal, was da noch alles ist. Ich glaube, 7 gegen 1. Sieben Gänge reichen aus. So was von voll gegriffen, ohne Witz. Geht gar nichts mehr. Jetzt ist sie im Fresskoma. Ausblick ist genau hier unser Ferienhaus. Komm mit! Hier ist einmal unsere Haustür, der Haupteingang. Und wenn du da durchgehst, dann kommst du direkt ins Wohnzimmer. Und jetzt haben wir hier ganz lecker gekocht, voll lecker. Original italienisch. Einmal hier von der Landwirtschaft nebenan haben wir Aubergine mit Knobi und Zucchini mit ganz viel Zwiebeln und hier Bohnensalat auch mit Knoblauch, weil wir so große Knoblauchfans sind und hier leckere sardinische Cracker. Yum yum. Direkt nebenan hier, da gibt es so ein ganz leckeres Restaurant und hier ist eigentlich gar nichts los, hier ist tote Hose den ganzen Tag. Ja? Du hörst kein Wort, kein Mucks und dann abends kommen alle hier in Strömen an, um hier in dem kleinen Restaurant essen zu gehen. Echt witzig. Ja, echt schön. Das
das müssen wir auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Aber jetzt erstmal Yummy Yummy. Es ist so heiß. Ciao ragazzo! Che cosa fai? Mangiare la pizza? Heute sind wir in San Teodoro. Und jetzt werden wir jetzt gleich mal eine Pizzeria aufsuchen. Mhm. Weil nämlich unser kleiner Marco hier schon wieder Hunger hat. Riesen Hunger. Pizza-Hunger nämlich. Und ich werde heute mal Spaghetti essen. Hoffe ich, dass wir lecker Spaghetti. 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 Ja? Frutti di mare. Und dann hoffe ich natürlich, dass mein kleiner Marco hier nicht hangry ist, hangry. Sondern nur hungry ist. But I'm getting hangry. Yes, I know. Aus hungry kann dann vielleicht mal auch wieder angry werden. Aber ja, kriegen wir hin, gell? Sag die richtige. Sag die richtige. Ja. So. Und jetzt lassen wir uns mal bezaubern von San Teodoro. Ja? Ja. So sieht's hier aus. Da sind viele Autos. Bye bye, Sardinia.